Hallöchen, liebe Zockerinos und Zockerinas, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons. Hier ist euer SpookyVF. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt noch, und ja, wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr mir das natürlich auch zeigen, indem ihr die Folge liked oder eine Bewertung da lässt und ein nettes Kommentar. Natürlich auch Feedback, was ich besser machen könnte, ist gern gesehen. Ja. Momentan wird es nämlich nicht oft genutzt und die Folgen gehen oftmals ohne Bewertung aus, und es hilft mir natürlich nicht weiter und euch letzten Endes dann auch nicht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn sich da in Zukunft ein bisschen was positiv ändern würde. Ja, und wo waren wir stehen geblieben? Wir haben relativ gutes Loot mittlerweile. Wir haben hier ein paar einzigartige Sachen. Unten haben wir unsere Artefakte, die jetzt noch relativ standardmäßig sind. Ich habe jetzt gerade hier noch eine Smaragdkiste geholt. Die sind hier auch ab und zu mal hier versteckt. Ja, dann würde ich sagen. Ach so, ja, wir haben ja die gruselige Gruft versucht und irgendwie ging es da nicht raus. Und das ging auch in meinem Main Game nicht, also mit meinem Charakter, mit dem ich privat spiele. Und dann gucken wir doch mal, ob das vielleicht noch demnächst gefixt wird oder ob das wirklich einfach nur so ein... Aber eigentlich ist es eine Mission. Da unten steht, dass es als Mission ist. Und die müsste man irgendwie abschließen können. Ich muss mal gucken. Ich probiere das privat nochmal. Wenn es denn geht, dann holen wir die nach. Und so lange machen wir das jetzt auch. Wir wechseln nochmal auf Standard 4 sogar. Das ist jetzt... das hier ist der normale Schwierigkeitsgrad. Empfohlene Kraft 10. Wir haben 12 und hier sollten wir eigentlich 16 haben, aber wir wählen den. Und reißen in die Kakteenschlucht. Yeah. Der Erzillager will mit Hilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. Oh weia, klingt ja bedrohlich. Und an diese Mission kann ich mich erinnern, die habe ich auch schon gemacht. Also diese und die Redstone-Minen habe ich noch gemacht. Und dann sind wir quasi auf dem Stand, mit dem ich auch mit meinem Privatprofil bin. Und die möchte ich heute wahrscheinlich auf jeden Fall aufnehmen. Diese zwei Folgen, diese zwei Missionen vielleicht. Hänge ich auch noch einen dran, je nachdem wie es bockt, wie ich gerade Bock habe. So, wir versuchen jetzt erstmal hier ein bisschen... Oh, oh. Da müssen wir aufpassen, das sind diese Magier-Dinger, die machen auch Bums bei seinen eigenen Freunden. So, ich mach mal nochmal die Karte an, damit wir hier auch nichts verpassen. Das macht, da können wir uns schön eindecken und Artefakte kaufen, Zufallsartefakte. Vielleicht ist da ja auch was Gutes drin. Vielleicht kriegen wir was Gutes gerollt. Mal schauen. Ansonsten muss ich halt wirklich sagen, das Spiel bereitet mir große Freude, es macht richtig Bock. Wenn ich nicht so ein Arc-Suchti wäre, würde ich es noch mehr spielen. Aber ich komme dann auch immer wieder zu Arc zurück. Und dann spiele ich auch momentan noch ein bisschen Man-Eater. Mit dem Hai, das ist auch geil. Eventuell könnte es da vielleicht auch demnächst ein Let's Play geben. Mal gucken. Wir metzeln alles nieder. Oh, da ist wieder so ein explosiver Turm. Weg da. Bam. Ich will eigentlich nicht so viele Pfeile verballern, weil wir haben nicht viele, aber... Oh. Ey, geh weg da. Zack, zack. Ey, stirb. Jawohl. Aber wir schnetzeln uns hier durch, ja. Nämlich genau für solche Fälle. Die Creeper sind natürlich super mit Pfeilen wegzumachen. Weil dann nerven die nicht. Alles andere können wir eigentlich so wegklatschen. Oh, ja. Wenn wir mehr TNT sammeln, dann sehen wir das. Dann stapeln wir das so. Dann schmeißen wir so richtig... Oh, ja. Uff. Ja, dann kann ich eben nicht schießen, ne? Da muss ich eben auch dran denken. Das vergesse ich viel zu oft. So. Gut. Wir schnetzeln uns aber gut durch. Oh, oh. Creepers! Creeper-Alarm. Heute hier. Das ist Alarm. Ihr habt vielleicht sicherlich gemerkt, dass ich meine Videos so ab und zu mal ein bisschen... Ich kann es noch nicht sagen, in welcher Reichweite ich... in welchem Umfang ich das mache. Ich habe gestern gesehen... Oh, der hat aber ganz schön Damage gemacht. In Kapitel unterteilen kann. Das geht nämlich jetzt, das ist eine neue Funktion. Die habe ich gestern quasi so entdeckt und deswegen habe ich mal gedacht, ich probiere das mal aus. Und deswegen kann ich aber auch noch nicht sagen, in welchem Umfang das jetzt letzten Endes geschehen wird. Bam! Das hat gezimmert, ey. Achso, ich könnte ja auch mal meinen Wolf zu Hilfe rufen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nice Sache.
Da kann ich, gerade bei Guides wäre es interessant, hier ist es vielleicht nicht ganz so wertvoll und deswegen bin ich mal eben nicht sicher, in welcher Frequenz ich das mache. Aber man kann so quasi ein Video unterteilen. Ich kann dann quasi die Timeline ja eingeben, das geht ja. Das ging ja schon immer. Quasi in der Beschreibung, indem ich dort auf gewisse Events oder Aktionen verweise. Und jetzt wird es dann auch, wenn ihr beim Video schauen, mit dem Cursor quasi über die Timeline unten geht, dann bekommt ihr quasi auch neben dem Titel auch angezeigt, in welchem Kapitel ihr euch gerade befindet. Und ich versuche das natürlich so ein bisschen zu benennen zu dem, was gerade in-game abgeht. Und dann habt ihr eine gewisse Übersicht. Für Guides und so ist das natürlich äußerst interessant. Hier für die Let's Plays, ja, naja, bedingt, sag ich mal. Aber man kann trotzdem auch zu gewissen Sachen springen. Wenn es jetzt zum Beispiel da unten einen Bosskampf gibt, dann markiere ich das. Und dann kann man auch, wenn einen nur den Bosskampf zum Beispiel interessieren würde und der Rest der Folge eher weniger, dann kann man eben direkt zum Bosskampf springen. So. Und diese Funktion, ja, was hält ihr davon? Also ich finde die Funktion nice. Wie gesagt, für ein Let's Play ist sie jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, aber gerade für einen längeren Guide oder so, dass man da das richtig kategorisieren kann, finde ich das äußerst interessant. Ihr könnt aber auch gerne eure Meinung schreiben. YouTube sich über andere Dinge lieber Gedanken machen soll. Alter, machen die aber einen Wumms. Also auf dem Schwierigkeitsgrad hier ist nicht gut Kirschen essen mit dem Gegners. Let's go. Die haben schon ordentlichen Damage-Output. Uff. So, wir sind natürlich wieder irgendwo hingelaufen, wo überhaupt nichts ist. Das ist immer gut. So was freut mich natürlich. La 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 la. Die Redstone-Minen haben wir bei mir schon ziemlich zu schaffen gemacht. Die waren nicht ohne. Ich glaube, darauf dürfen wir uns freuen. Aber das hier ist ja auch nicht ohne. Gerade auf dieser Stufe hier. Wir müssten ja jetzt aber gleich gucken, was wir für Loot bekommen haben. Ob wir uns da vielleicht auch noch ein bisschen verbessern können. Wir haben hier nochmal eine bessere Armbrust. Die ist halt nicht einzigartig. Aber, ja, die hat nochmal mehr Wumms. Die macht nochmal mehr Damage. Aber wegen dem Extraschaden, ja, so langsam kann er nicht mehr mithalten, die Waffe. Und auch der hier, der ist nochmal stärker, der Langbogen. Oh, fuck, ey. Alter, was ist denn das hier von einer Verzauberung da drauf? Die habe ich noch nie gesehen. Rückstoßeffekt von Pfeilen. Ah, okay. Ja, aber die können wir jetzt auf jeden Fall mal verwerten, weil die brauchen wir nicht. Hier haben wir nochmal mehr Gesundheit, aber im Großen und Ganzen... Ah, den Fledermausbekleider haben wir hier mit. Und zwei Verzauberungen haben wir hier aber auch. Schwere Entscheidung. Es würde mich ja schon reizen, die andere anzulegen. Die hier können wir wegmachen, den können wir wegmachen. Ja, klunkern irgendwo Smaragde rum. Ich glaube, wir behalten einfach mal diese Rüstung an. Und gucken mal. Wir fahren ja momentan noch relativ gut damit. Ja, dieser dumme Magier hier muss weg. Zack. Und dann gucken wir mal, wo es lang hier geht. Es gibt nochmal mehrere Wege in diesem Gesamtkonstrukt. Ich möchte natürlich auch immer noch ein bisschen gucken, dass wir doch so viel wie möglich mitnehmen. Weil wer weiß, für was wir das alles noch gebrauchen können, ne? Zack. Ich bin hier der einzig wahre Wilhelm Tell. Niemand sonst. Oh oh. Gehst du weg da jetzt? Abartig, wie viele Magier sind denn hier? Alter, wie komme ich hier nicht hoch? Ne, anscheinend nicht. Da ist der Drecksack. So. Ausgezaubert. Vorbei ist der faule Zauber. Oh, wir müssen irgendwie hier hochkommen zu dieser Brücke. Ich glaube, das war hier hinten dann irgendwo der Aufweg. Entzündet die Leuchtfeuer. Ja, genau. Da ist doch schon eins. Zack. Schießen wir erstmal die Creepers weg. Oh Gott, das ist schon wieder der Caster. Disaster Caster. So, Schattengebräu. Puh. Machen wir natürlich einen Ultra-Damage mit dem Schattengebräu. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir doch schon mal alles weg. Jetzt müssen wir nochmal hoch.
Wo war das? Da hinten. Nee. Da oben. Ach Mist, jetzt, ich bin runtergesprungen, muss jetzt wirklich wieder ganz außen rumlaufen, um hochzukommen, oder was? Anscheinend. Okay, macht aber nichts. Wir gehen über die Brücke. Diesmal machen wir es richtig. Und dann gehen wir hier drunter durch. Ja, Echo ist halt nice, weil er dann direkt einen zweiten Hit nachzimmert. Das ist, kann man haben. Der hier, die fressen schon ganz schön. Und ich habe auch dann jetzt in meinem privaten Slot habe ich dann auch schon tatsächlich richtige verzauberte Gegner gesehen. Die haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht gesehen, weil da gibt es dann halt wirklich richtige. Die sieht man dann auch als Champion Packs mit ihren Verzauberungen rumlaufen, wie bei Diablo quasi. Und ja, gucken wir mal, wann wir auf die treffen. Ich habe, glaube ich, auf die, in der gruseligen Gruft auf die getroffen, auch bei diesem Schwierigkeitsgrad, meine ich. Da sind die dann vorgekommen plötzlich. Mal alles wegmachen. Kann man da überhaupt irgendwie rüber? Ja, wir kommen da hinten lang. Da gehen wir doch mal noch dorthin gucken, ob wir da nicht irgendwas noch finden. Schaden kann es hier nicht. Zip. Muss man Akte auf jeden Fall mal. Oh, oh. Ja, der hat uns aber voll erwischt gerade. Uff, Gott sei Dank ist der Helltrunk gerade rechtzeitig fertig geworden. Und gibst du uns auch irgendwas? Nee, gibt er nicht. Außer seine Seele. Seine dunkle, düstere Seele haben wir von ihm bekommen. Oh, jetzt muss ich ja wieder so komisch rumlaufen. Ja, egal. Wir haben jetzt alle Leuchtfeuer entzündet und jetzt sollen wir wieder den Tempel finden. Den fernen Tempel. Was haben wir denn hier? Achso, ich bin in dieser Einbuchtung, an der bin ich vorbeigelaufen. Da würde ich noch gerne reingucken gehen. Sorry Leute, aber das muss sein. Da. Da ist bestimmt irgendwas. Ja, guck. Ha! Ein Trickbogen. Was ist ein Trickbogen? Ich glaube, den hatte ich auch. Das ist. Oh, das war falsch. Ja. 12 bis 23. Trifft mehrere Ziele. Ein schlanker Bogen, dessen Pfeil nie ein Ziel verfehlt. Der ist zwar ziemlich schwach vom Damage her, aber 12 bis 23 ist echt schwach, ne? Aber trifft halt mehrere Ziele. Könnte durchaus interessant sein. Ich bin nicht am, bin echt am überlegen, ob wir nicht mal die andere Rüstung hier anziehen sollten. Da haben wir auch wieder die Feuerspur, aber nee, komme ich bald mein einzigartiges Zeug an, solange wir noch relativ gut fahren. Obwohl, wir kriegen ja auch schon richtig Damage. Ja, gleich geht's wieder Level up. Dann sehen wir weiter. Oh. Das war das Sprenggeschoss, das hat uns so gut wie nichts gebracht. Au, oh Gott, die Creeper, die machen einen Wumms, ne? Hier, den Caster müssen wir wegmachen, den Healer, sonst kommen wir an die anderen kaum ran. Und der machen dann auch mehr Damage. Uff. So, jetzt habe ich die Creeper gesprengt. Haha, mit den eigenen Waffen geschlagen. Creeper. Das war echt nicht, nee, da war nicht genug aufgeladen. Heiliger Bimbam. Hier sind aber auch, hier sind aber Fresser. Die halten ein bisschen was aus. Ich musste jetzt von der Distance wegmachen. Weil die ansonsten mich wegmachen. Na, so nicht, mein Freund. Zack. Gut, wunderbar. Oh, Stärketrank, das ist nice. Dann machen wir nämlich mehr Damage. Wow, nice, ey. Oh, gut. Ja, die Creeper, die sich hier einmischen. Jawohl, Level up. Ah, das ist eine Truhe, die abhaut. Komm. Jawohl, wir haben es gelootet. Jetzt können wir wieder langsamer ran. Seht, ich mache kaum Damage, wenn die verzaubert sind. Boah, wie viele Zauberer hier sind. Uah. Und wie viele Creeper hier rumhängen. Hier nochmal Stärketrank. Könnte uns sehr helfen. Weil wir dann unglaublichen Damage raushauen. So, heilen wir uns mal wieder. Wird hier spektakulär. Es geht rund so langsam.
Nice. Läuft aber. Ah, hab ich doch noch bekommen. Komm her, bleib hier, Mann. Komm her und bleib hier. Zauberer wegmacht. Ah, Stärketrank ist abgeklungen. So, wo ist denn der Caster hin? Ist er weg? So, und beiß. Beiß sie. Beiß sie und zerreiß sie. Alle Skelette am Start, ey. Gleich mal gucken, was wir gelootet haben. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Seelen ist auch fast wieder voll. Die Seelen sind fast wieder voll. Ich wollte eigentlich sagen, das Seelenartefakt ist wieder voll. Ist halt blöd, wenn man dann sagt, das Seelen ist wieder voll, ne? Genau. Gutes Deutsch. Das sieht man direkt, wer es drauf hat. Nice. Brrrt. Und die haben hier auch wirklich die Schritte programmiert. Also man hört auch hier, oder? Ja, doch, wie man auf dem verschiedenen Boden läuft. Also wie beim typischen Minecraft quasi. Ich meine, es baut ja auch komplett drauf auf. Aber das heißt ja nicht immer was. So, wieder Stärke. Ich muss den Caster wegkriegen. Wow, ja, nice. So kann man es auch machen. Indem man einfach den Creeper auf ihn drauf schießt. Okay. Ah! Jetzt geht's wahrscheinlich wieder rund hier. Hallo, ja. King Dingelingeling ist hier. Alter, was ist denn hier los? Bam! Zum Glück hat der Schwert, der Stärketrank noch getickt. Okay. So, dann gucken wir doch mal erst, was wir für Loot bekommen haben. Oh, guck mal hier, ein Entersäbel. Oh, 26 Nahkampfschaden. Ja, okay. Ein zuverlässige Combo. Und auch zwei Verzauberungen. Im Gegensatz zu ihm, er hat nur eine Verzauberung. Aber Echo ist halt gut. Aber zwei Verzauberungen sind natürlich besser. Und dann haben wir hier nochmal eine Armbrust, die wir verschrotten können. Ja, definitiv. Und hier nochmal einen Trickbogen. Ah, hier haben wir einen besseren Trickbogen. Achso, ja, den hatten wir ja. Okay, also haben wir so viel geilen Stuff haben wir nicht bekommen. Aber ich würde ja schon fast sagen, den Entersäbel, den müssten wir ja eigentlich mal ausprobieren. Wir können jetzt mal die zwei Verzauberungen drauf machen. Wir haben ja jeweils eine. Hier, Blitzeinschlag, das wäre ja schon mal gar nicht schlecht. Mit einem Angriff verringerst du für 5 Sekunden den Angriffsschaden aller Gegner in der Nähe. Das ist natürlich auch nice. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden Gegner betäubt. Das ist auch nicht schlecht. Und nach Besiegen einer Kreatur, das kennen wir ja, ob das randaliert, das ist auf jeden Fall drin, weil das ist ja auch die einzige Auswahl beim zweiten Slot. Und dann, hier bin ich echt am Überlegen. Dieses verringert erlittenen Schaden, ist natürlich auch nicht schlecht. Wir holen das mal. Und dann testen wir mal den Säbel. So, jetzt müssen wir hier den blauen Schlüssel hier holen. Zack. Und der will, wenn wir getroffen werden, kann der, glaube ich, auch wieder abhauen. Wir müssen also quasi jetzt die Tür finden. Siehst du? Da haut er wieder ab. Ich habe ihn nicht geholt, ne? Er ist wirklich wieder am Abhauen. Komm her. Hier geblieben, Fräulein. Fräulein Schnürschuh. Drecksau! Schwächung mal 9. Das ist natürlich auch schlecht. Nicht schlecht. Boom. Ja, okay. Jetzt hat es mich natürlich gerade dahin gerafft, weil ich auf auf den Schlüssel aufgepasst habe quasi. Und... Ah, er hat den Schlüssel. Jetzt nicht mehr. Und der Creeper dann da mir doch im Weg gestanden hat. Oder hauen wir jetzt mal einfach die Creepers hier erstmal weg, dass wir die Tür öffnen können. Dann ist das mit dem Schlüssel kein Problem mehr. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Das war nice. Aus der Reichweite des Magiers rausgepult. Oh! LOL! Oh fuck.
Das war jetzt alles andere als cool, ey. Der hat ihn gerade verzaubert, die Sau. Und deswegen war der so stark, der Creeper. Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir nämlich nur noch ein Leben. Oh, war ja.